Ja, guten Morgen aus Phuket. Bei uns regnet es heute mal wieder. Was gibt es Neues? Also ein guter Bekannter von mir oder Freund, der ist angekommen am Montag. Hat mich natürlich riesig gefreut, damit habe ich nicht gerechnet. Der war also in der Quarantäne 2 Wochen mit seiner Frau und ist jetzt aus der Quarantäne und bleibt bis, glaube ich, bis April hier. Das ist natürlich super, da wissen wir wenigstens, dass ein paar alte Bekannte und Freunde wiederkommen. Da freuen wir uns natürlich. Dann Corona-mäßig gibt es Folgendes Neues. Also wir wollten ja eigentlich am 5. nach Chiang Rai fahren. Da hat man mit unserem Musiklehrer, also von unseren Kindern, der Musiklehrer, so eine Tour vor. Der wäre dann auch in einigen Plätzen aufgetreten. Das wäre bestimmt ganz lustig geworden. Können wir jetzt aber nicht machen, weil sie haben in Chiang Rai, und also in dieser Chiang Rai, Chiang Mai-Gegend, haben sie 3 Burmesinnen gefunden, die Corona haben. Die sind über die grüne Grenze gekommen. Die haben also diesen, diesen Schleusern haben sie pro Person 7.000 Baht bezahlt. Das sind ja 200 Euro immerhin. Das waren 3 Mädchen, die in der Karaoke arbeiten wohl, auch in Myanmar. Und die sind über die grüne Grenze nach Thailand. Die haben sie jetzt praktisch dingfest gemacht. Das eine Mädchen hatte wohl mit ungefähr 300 Leuten Kontakt. Die versuchen sie jetzt natürlich alle rauszufiltern. Und aus diesem Grund kann man jetzt ja, das bedeutet also, ab dem 4.12. sind erstmal wieder einige Provinzen im Lockdown. Wir können also nicht von Phuket nach Chiang Rai, Chiang Mai in diese Gegend reisen. Hoffen wir, dass sich das bald klärt und dass man wieder frei in Thailand dann reisen kann. Und bitte abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Heute ist bei uns Schach und Backgammon Night, falls es einer hört, der hier lebt. Und ich fange jetzt auch wieder an, Schach zu spielen. Habe ich seit meiner Kindheit immer gemacht. Und ich muss sagen, das ist echt schmerzhaft, wenn man den Kopf wieder so anstrengen muss. Man hat es ja irgendwie verlernt. Okay, dann schöne Woche noch. Sabadee Kap.